ja, ganz ungewohnte Umgebung für euch in meiner Küche. Ich habe gerade ein Paket bekommen und zwar diesen Klopfer hier. Und was da drin ist, das zeige ich euch gleich. Ja, ich habe mal die ganzen Sachen ausgepackt und da sind eine ganze Menge Kartons drin. Und zwar ist es das hier. Ich habe mir eine KitchenAid gekauft. Und zwar gab es ein Sonderangebot, wo man ganz viele Zusatzteile noch bekommen hat. Zum Beispiel hier diesen Flachrührer nochmal extra. Das Ding ist, glaube ich, dabei. Das ist dieser Schutz. Dann habe ich den hier zum halben Preis bekommen. Das ist so ein Schäler, wo man Scheiben mitschneiden kann und so Spaghetti-Dinger und ja, ganz viele Sachen halt mitmachen kann und gleichzeitig zum Beispiel auch Äpfel noch schälen kann und so weiter. Der Fleischwolf war dabei in diesem Angebot mit diesem Vorsatz für Gebäck, für Spritzgebäck. Dann war noch eine zusätzliche Schüssel dabei, eine 3-Liter Schüssel. Dann war noch dabei dieses Teil hier zum Gemüseschneiden. Aber nicht nur das, sondern da waren sogar noch die 3 extra Deile dazu, wo man nochmal feiner hobeln kann. Ja, und natürlich die KitchenAid an sich. Und ich habe mir die gekauft in Frosted Ice, heißt es, glaube ich. Also es ist so ein weißes Pearl. Ich werde jetzt die ganzen Sachen mal auspacken und zusammenbauen. Und dann werde ich es schon an seinen Platz stellen, wo es auch in meiner Küche ist. Und dann zeige ich es euch nochmal. Ja, meine Lieben, jetzt habe ich mir das Ganze hier schon mal aufgebaut. Ich bin auch noch total aufgeregt, weil ich mich seit Jahren in dieses Ding verliebt habe und das unbedingt haben wollte. Und ja, wissen wir alle, ist nicht ganz billig und deswegen musste ich dafür lange sparen. Beziehungsweise halt ein bisschen länger drauf warten. Und jetzt habe ich sie und freue mich umso mehr. Und hier steht sie jetzt, meine KitchenAid. Und das sind jetzt hier diese Teile, die ich denke, standardmäßig auf jeden Fall dabei sind. Bei diesem Deckel bin ich mir nicht sicher. Ich bin echt erstaunt, wie schwer dieses Teil ist. Hier ist nochmal so ein Deckel, damit auch hier dieses Teil da nicht so reinkommt. Und dann diese Glasschüssel. 4 Liter Kracher ist das hier, glaube ich, ne? Also eine Riesenschüssel, obwohl hier steht nur 2,5, aber auf der Packung stand irgendwas von 4,8 Liter. Ihr habt gesehen, es gibt ganz viele Zusatzteile, die ich dazu bekommen habe. Ich möchte die jetzt nicht alle im Einzelnen zeigen. Ich sage aber nicht, dass ich nicht mal ein Video mache, wie ich damit koche. Das könnte durchaus passieren. Und ich werde jetzt gleich mal in den Garten marschieren und werde ein bisschen Äpfel, Birnen und solche Sachen holen, also ein bisschen Gemüse aus dem Garten holen und Obst. Und werde damit auf jeden Fall ein bisschen was zaubern. Also ich werde gleich mir auf jeden Fall einen schönen Obstsalat machen. Und ja, wie gesagt, ich denke, also ich kann mir gut vorstellen, dass ich auch mal ein Video mache, wie ich mit meinen beiden Schätzen hier etwas koche. Das sind wirklich zwei Küchengeräte, die ich schon nicht mehr missen möchte. Also den auf jeden Fall nicht. Bei der kann ich es gar nicht genau sagen, weil ich sie ja noch nicht ausprobiert habe. Aber ich hatte vorher ein günstigeres Gerät, mit dem ich auch schon einiges gemacht habe. Und deswegen kann ich sagen, es ist ein super, super Küchenhelfer. Ich freue mich mega und werde jetzt ausprobieren. Und ich hoffe, euch hat das jetzt auch ein bisschen gefallen, hier dieses Video. Ich habe mich einfach so gefreut, dass ich gedacht habe, ich nehme euch gerade mal mit und ja, teile meine Freude mit euch. Okay, ihr Süßen, also schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, ob ihr Bock habt, Kochvideos zu sehen auf dem Kanal. Also, bis dann. Tschüss.